leistete, wie im Konkordat vorgesehen, einen Treueeid gegenüber Deutschland und gegenüber Bayern. Sie sind jetzt heute nach München gekommen, um diesen Treueeid von mir als dem bayerischen Ministerpräsidenten abzulegen. Ich darf Sie nun bitten, die Eidesformel zu sprechen. Vor Gott und auf die heiligen Evangelien verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern treuen. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen. In der Pflicht gewesen Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen geistlichen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte. Ich weiß nicht,